Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder ein kleines Video zu meiner Reihe Mein Leben in Worten. Und heute geht es um meinen beruflichen Werdegang in meinem Leben. Also natürlich in meinem Leben. Ja, also angefangen habe ich damals von der Schule her. Da gab es Praktikum. Ich wollte in Männerberufen eintauchen. Das wusste ich von Anfang an. Ich bin keine kein zart beseitetes Mädel. Ich brauchte irgendwie was Handfestes und ich habe von Kindheitsbeinen schon auf an immer unterm Auto gelegen und geschraubt und gemacht und getan. Bin damit praktisch aufgewachsen und eigentlich wollte ich heute heißt es Mechatroniker, finde ich total bekloppt. Damals hieß es Mechaniker, Automechaniker werden. Und meine Mutter hat mir das verboten. Die hat gesagt, also denk doch mal drüber nach, du als Mädchen und dann immer ölverschmierte Finger. Und das kommt nicht gut. Und dann willst du irgendwann mal heiraten und was der Geier, was er erzählt hat. Ich habe sie nicht übel genommen im Nachhinein, aber sie hat mich abgehalten, eben halt Automechaniker zu werden. Gut, also nächster Männerberuf. Bin ich eingetaucht im Maler und Lackierer. Dann habe ich, das war so praktikumsmäßig, habe ich eine Hausfassade gemalert, Innenräume gemalert, tapeziert. Dafür reichten aber 2 Wochen nicht aus und somit habe ich nochmal für 6 Wochen meine Sommerferien drangehangen. Ich wurde auch bezahlt und die 6 Wochen habe ich auch durchgezogen. Und dann merkte ich aber, dass ich das von der Lunge her überhaupt nicht abkonnte, dieses Abschmirgeln und Beizen. Und da ich sah aus wie ein Streuselkuchen und die Atemwege waren dicht. Ich konnte es halt nicht machen. Also habe ich mir überlegt, was denn dann? Ja, und ich habe meiner Oma damals immer, als ich Kind war, zugeguckt oder mitgeholfen beim Backen. Und das fand ich auch sehr spannend. Also bin ich eingetaucht beim Bäcker. Ich habe 2 Wochen ein Praktikum gemacht in einer Frauenbäckerei. Da waren nur Frauen, Mädels. Da habe ich 2 Wochen Praktikum gemacht. Das fand ich auch total cool. Und die Arbeit machte mir Spaß. Und da ich sowieso so ein Frühaufsteher war, hat mir das auch überhaupt nichts ausgemacht. Morgens um, damals zum Praktikum war es, glaube ich, um 3 aufstehen und um 4 anfangen. Ich glaube, so war das. Oder um 4 an aufstehen, um 5 anfangen. Naja, das hat mir sehr gut gefallen. Also habe ich mich danach beworben bei einem Bäcker und der hat mich natürlich gleich genommen, weil das sein Kumpel war, wo ich Praktikum gemacht habe. Ja, und dann bin ich Bäcker geworden. Ich habe allerdings nicht bedacht, dass ich dieses Abbeizen, das hat alles mit Staub zu tun und als Kind hatte ich viele Probleme mit Allergien, mit Hausstaub, Mehlstaub und, das habe ich leider vergessen. Und dann bin ich halt Bäcker geworden und hatte eine ganz starke Mehlstauballergie. Also das war schon so eine Staublunge. Ich habe allerdings meine 3 Jahre Lehre komplett durchgezogen, allerdings mit Maske. Also den Maskenhype kenne ich, allerdings vom Beruf her. Hat mir nicht gut getan, die Maske. Ich bin lungenkrank geworden, weiterhin. Also ich habe sehr viele Lungenentzündungen danach gehabt. Weil du atmest, also ich habe die Maske auch nicht gewechselt, muss ich sagen. Und das war ein Problem. Wenn du alle Stunde die Maske wechseln würdest oder halbe Stunde, wie auch immer, wie es deinem Gefühl entspricht, dann wäre das kein Thema gewesen. Aber ich habe 9 Stunden die Maske komplett aufgehabt, jeden Tag. Und das war ein Problem. Naja, gut, darum ging es aber jetzt nicht. Ich habe also meine Lehre durchgezogen, war dann ein Jahr woanders bei einem Bäcker nach der Lehre als Geselle
Und dann hat mein alter Chef mich allerdings wiedergenommen und ich war dann insgesamt 8 Jahre in der Backstube. Hab sehr viel gelernt, auch in der Konditorei, in der Konfiserie, das habe ich alles mitgenommen. Eis herstellen, Pralinen herstellen und, und. Und dann ging das mit der Lunge nicht mehr. Und dann habe ich mich vorm Tresen, besser gesagt hinterm Tresen, im Laden als Verkäuferin beworben. Dann war ich in einer kleinen Bäckerei und stand hinterm Tresen und habe Brot, Brötchen, alles, was man so verkauft. Leider habe ich auch da wieder vergessen und nicht dran gedacht, hinter mir war die Backstube. Und ich war da, jetzt muss ich echt mal überlegen, 3 Jahre, 4 Jahre, vielleicht auch 5 Jahre. Ich weiß das nicht mehr genau. 3 Jahre. Auf jeden Fall ging das nicht so weiter. Dann haben sie mich umgesetzt in eine Filiale, wo keine Backstube dran war. Das ging gut. Das war am Bahnhof. Allerdings war wenig zu tun und somit mussten sie die Filiale wieder schließen. Und dann landete ich natürlich irgendwie wieder da hinten in der Backstube. Dann habe ich mich aber durch Zufall beworben. Ich habe davon geträumt, dass ich in einem Reformhaus arbeite. Und Träume sollte man nachgehen. Also bin ich im Reformhaus praktisch vorbeigegangen bei uns im Ort und habe einfach gefragt. Die haben mich tatsächlich genommen. Ich war also Quereinsteiger. Und ab da war ich 11 Jahre in einem Reformhaus. 3, 4 Monate habe ich da gearbeitet in Leitung oder Unterleitung. Dann ist meine Chefin nach Norddakota gefahren, weil die da auch gewohnt hat. Ich habe mit ihrer Schwester zusammengearbeitet, die hatte einen Autounfall und seitdem stand ich da alleine. Ich habe mir nachts alles angelesen. Ich habe die Bankgeschäfte getätigt, den Rechtsanwalt, den Steuerberater, Einkauf, Verkauf, Bestellungen, Handelsvertreter, Gespräche. Und das hat mich richtig weitergebracht. Das waren 11 Jahre und die waren so klasse. Ich musste mich durch meinen Beruf vom Bäcker natürlich erstmal entschleunigen, weil im Reformhaus brauchst du diesen, wie nennt man das auf Deutsch? Diese Schnelligkeit, die brauchst du da nicht. Und da musste ich mich richtig entschleunigen. Das hat mindestens 1,5 Jahre gedauert, wo ich so runterfahren konnte. Ja, und dann habe ich ein Reformhaus auch geleitet. Das waren ganz tolle Jahre. Das hat mich richtig weitergebracht. Und ich wollte den Laden damals übernehmen. Das wollte meine Chefin aber nicht. Und dann habe ich gekündigt, weil es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder übernehme ich den Laden oder ich wandere aus. Und wir sind ausgewandert. Und hier auf La Gomera war ich dann immer mein eigener Chef. Ich habe immer irgendwas gemacht und verkauft und Kleinigkeiten halt. Ich kann da nicht so ganz drüber reden und auch nicht austauschen, weil es gibt viele Leute, die speziell neidisch sind und die das Leben schwer machen. Also ich werde auch nicht erzählen, wer ich da bin oder was ich da gemacht habe. Ich werde nur sagen, ich habe immer auf eigener Faust gearbeitet, Kleinigkeiten hergestellt und viel auf Spendenbasis gemacht. Es hat super funktioniert. Und die ganzen Jahre. Ich habe einen sehr tollen Kundenstamm auch gehabt. Habe viele Geschichten erzählt über meine Hühner. Also ich war auch ein Geschichtenerzähler dazwischen. Die Leute, die auf Gomera waren, die das jetzt hören, die wissen, wer ich bin. Weil meistens macht es dann Klick und dann wissen die, wer ich bin. Hier kommt gerade irgendjemand. Ich
Komisch. In diesem kleinen Dorf gibt es eigentlich gar keinen. Ja, und dann kam Corona und da mussten wir alles ad acta legen. Und das heißt nicht, dass ich arbeitslos bin. Ich arbeite noch was im Internet. Ich bin auf einer Plattform, wo man, das ist wie Facebook, wo man pro Post praktisch Geld verdienen kann. Da bin ich seit über 2,5 Jahren. Das passt natürlich sehr gut rein, jetzt gerade in die Zeit. Ja, und dann habe ich natürlich meine kleine Vogelrettungsstation, wo ich auch von ganz tollen Leuten unterstützt werde. Aber das, was ich mal hatte, das ist alles weg. Und wer weiß, was noch wiederkommt. Und wir gucken einfach mal. Also ich stecke den Kopf jetzt nicht in den Sand. Den gibt es hier auch kaum. Sondern einfach Brust raus und weiter. Aber das war mein Werdegang, mein beruflicher. Ja, Bäcker, Reformhaus, eigener Chef. Und davor wollte ich Maler und Lackierer werden und eigentlich angefangen Automechaniker. Und dazwischen, da war ich aber auch noch jung, da wollte ich Tänzerin werden. Das hat beruflich nie geklappt. Und trotz all dem bin ich Tänzerin und bin auch da gut weitergekommen. Ich habe mit sehr vielen Größen auch getanzt und aber beruflich war da leider nichts zu machen. Dafür war ich auch zu alt. Ich habe mit 21, 23, zwei, nee, 22 habe ich angefangen zu tanzen und bin schon sehr weit gekommen, muss ich sagen. Also klassisches Ballett und dann modernes Ballett. Aber das war mir vergönnt, dass ich das beruflich mache. Wer weiß, wozu das gut war. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch einen super schönen Abend. Wir haben es jetzt Donnerstag, den 24.09. Und jetzt ist abends. Alles Liebe euch. Bis zum nächsten Video. Ciao.